Vielleicht rennt er jetzt hier unten rum oder denkt, das ist der schnellere Weg zu uns. Sehr merkwürdig. Hallo. Hallo. Keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt finde ich eigentlich auch eine Möglichkeit, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ich dachte, die gäbe es. Ich möchte jetzt nicht so weit nach unten gehen, weil hier haben wir noch nicht gesichert. Ich probiere es mal, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Müsste ja eigentlich dreifachen Schaden machen. Oder so ähnlich. Hatte ich, glaube ich, in der Anleitung gelesen. Jetzt verschwindet er wieder. Der Map. Irgendwie funktioniert das nicht mit unserem tollen Plan. Jetzt geht er wieder. Er sieht uns auch nicht mehr. Naja, dann werde ich erstmal diesen Raum jetzt sichern. Aber ich glaube, ich habe den schon gut gesichert, ne? Ah, hier geht es auch noch. Oh, wir sehen schon hier oben die ersten Fallen. Ja, das wird dieser Bereich hier sein. Noch mehr Fallen. Wow. Richtig viele Fallen. Sollen wir die mal alle entschärfen? Bin mir unsicher. Vielleicht gibt es da auch Fallen, die wir nicht sehen. Weil, ich meine, wenn das extra hier so ein grafischer Aufwand ist, uns darauf hinzuweisen, dass es hier gefährlich ist, bin ich mir ja fast unsicher, ob wir das jetzt aufmachen sollten. Ich lasse die Entscheidung erstmal und dann werden wir gucken. Aber vielleicht dann irgendwann später. Nicht jetzt. Jetzt haben wir noch so viel zu erkunden. Wir waren hier noch nicht. Wir waren hier noch nicht und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch zusammenläuft. So, aber jetzt gibt es hier erstmal nichts weiter. Dann denke ich, wir gehen hier weiter. Da unten kam ja auch nochmal. Oh, hier ist was zum. Hier ist ein Schrank. Hier unten kam ja auch nochmal ein Schleimbatzen raus. Was ist denn das? Ist das ein Sofa? Und das ist ein Kamin. Und hier ist schon mal die nächste Falle. Sehr gut, Imuin. Du bist einfach die Beste. Das sind auf jeden Fall zwei Stühle. Gibt es hier Feinde? Hallo? Ja, da gibt es Feinde. Nämlich ein Kriegerskelett und ein Grünschleim. Schnell zurück. Sie haben uns, glaube ich, nicht entdeckt. Ich versuche mal, das Skelett anzulocken, aber ich glaube, das sind Fernkämpfer und die sind immer besonders fies. Wenn man die nicht anlocken kann. Hallo? So. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen! Attackiert Kriegerskelett. Hier steht wenigstens nicht, dass die Waffe unwirksam ist. Aber dafür kommt jetzt der Schleim uns hinterher, endlich mal. Das wollten wir ja schon länger mal erreichen. Jetzt hat er es geschafft, uns irgendwie zu folgen. Ja, folg uns ruhig mal. Ja, komm doch mal. Ich möchte ihn nicht aus den Augen lassen. Hier, guck doch mal. Hier, komm mal. Er attackiert uns. Ja. Komm, Freundchen. Ja, komm, 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 komm. Kommt er wieder nicht? Doch, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er und die Nahkämpfer können sich um ihn kümmern. Attackiert Khalid, aber möglicherweise nicht erfolgreich. So, schlag doch da mal drauf auf den Fiesling. So, fantastisch. Gut, den haben wir auch. Und jetzt kümmern wir uns um diesen Skelettkrieger. Versuchen es zumindest. Bin mir hier unsicher, ob hier nicht noch vielleicht Fallen auf uns warten. Deswegen bin ich hier vorsichtig. Aha, den haben wir schon mal Schaden gemacht. Er ist aber, hat aber drei Schaden widerstanden. So, sind hier vielleicht noch irgendwo Fallen? Vielleicht erstmal ein bisschen auf Fallen achten. Aber Fallen sehe ich im Moment nicht. Heißt aber auch nichts.
schießen nochmal. Jetzt haben wir ihn. Am Sack. Jetzt kommt er uns hinterher. Okay. Wir locken ihn hier rein. Ich glaube, er ist schlau genug, um uns zu folgen. Ja, ist er auch. Und dann können alle angreifen. Da er Imo ihn verfolgt, können wir sie nach hinten stellen und ihn dadurch verwirren erstmal. Ja, das ist fies. Das ging gegen Khalid. 16 Schaden. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer abgewehrt. 16 Schaden und 9 Schaden von Khalid. 6 Schaden widerstanden. Das ist schon heftig. Da dürfen wir auch ruhig mal einen Zauber benutzen. Und zwar vielleicht einen etwas heftigeren. Ja, nicht unbedingt den Feuerball, weil der auch unsere Freunde treffen wird, aber vielleicht einen Feuerpfeil. Ich weiß nicht, Skelette und Feuer. Keine Ahnung, ob die gegen Feuer. Schauen wir mal, was der jetzt durch den Feuerpfeil abbekommt. Wir können auf jeden Fall hier weitermachen mit dem nächsten Zauber. Es steht gar nichts da, ne? Magiewiderstand steht hier einfach nur. Scheint nicht funktioniert zu haben. Den Schaden von Khalid. Ich schaue immer mal, ob hier irgendwas steht wie immun gegen diesen Art von Schaden oder sowas, aber steht nicht da. So, Zauber mal. Auch wieder Magiewiderstand. Also, Zaubern bringt offensichtlich nichts. Skelette sind gegen Magie immun. Jetzt haben wir ihn aber besiegt und kriegen 4000 Punkte. Sehr gut. Gibt es hier irgendwas abzuholen? Ja, hier gibt es was abzuholen. Einen sehr, sehr schönen Helm und ein cooles Schwert, ein Zweihänder. Und nochmal diese Kette, wenn das wirklich die Kette ist, die 2000 Goldmünzen wert ist, dann haben wir jetzt 3 von denen. Fantastisch. So, nun auch mal das Schwert und den Helm nützt sich Minsk, aber ich glaube, der hat schon einen anderen coolen Helm, oder? Oder hatte er den verloren? Ne, er hat einfach nur ein ganz normaler Helm. Schutz vor kritischen Treffern. Das ist doch schon ein sehr schöner Helm. Sie hat einfach ein Abwehrgeschenk des Friedens. Feuerwiderstand und Kältewiderstand, Elektrizitätswiderstand und vor kritischen Treffern schützt er auch. Ja, Hera hat einfach einen ganz normalen Helm. Nee, schützt auch vor kritischen Treffern. Aber ich glaube, das ist bei jedem Helm, oder? Offensichtlich. Sie kann bestimmt keinen Helm aufziehen. Er hat den Infravisionshelm. Auch der schützt vor kritischen Treffern. Und Imun hat keinen Helm. Schau mal, wer kann alles einen Helm aufziehen? Ja, Hera könnte den aufziehen. Das ist aber auch einfach nur ein ganz normaler Helm. Ne? Er schaut halt ein bisschen cooler aus wie der hier. Gewicht 2 und der hier hat auch Gewicht 2. Ja, komm, wir setzen mal hier diesen anderen Helm auf. Ja, schaut so lustig aus mit diesen Dingern da. Und den verkaufen wir, sobald wir Gelegenheit haben. Super. Gut, aber da lag da nicht noch was? Nee. Es lag hier noch das Schwert, aber das können wir leider nicht identifizieren. Dann soll es erstmal er nehmen. Oder wer hatte. Irgendjemand hatte doch noch. Ah, er hat das, genau. Gibt es das auch an Minsk? Die Sachen zum Identifizieren, die Sachen zum Verkaufen. Genau. Sehr gut. So machen wir das jetzt erstmal. So, dadurch müssten wir eigentlich diesen Raum dort unten freigeschaltet haben. Also frei gemacht haben, noch 9000 Punkte braucht sie. Ich gehe mal ganz kurz durch. 23.000, 30.000, 6.000. Ah, ja, Hera ist ja näher dran. Stimmt, genau. Das ist ja dann Kämpferstufe 7, den sie bekommt. 47.000 und 9.000 für Branwen. Da hat sie auch Stufe 8. Ja, da hat sie erst Stufe 8. Imun kriegt ja dann schon Stufe 9. Na gut. Also 9.000, sie ist knapp hinter Imun. So, Imun. Dann los. Diesen Raum hier. Hier ist ein Schwert, mit dem wir. Jetzt können wir nicht mehr damit sprechen. Jetzt können wir es uns nur angucken. Vorher können wir irgendwie damit sprechen. Sehr merkwürdig. Hier sind die ganzen Fallen, auf die wir achten müssen. Ja, und hier geht es natürlich auch nochmal weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es hier so ein riesengroßer Komplex ist und die Räume so ineinander führen, so wie es hier ja auf dieser Seite auch ist. Und das ist sozusagen so eine Art Zentralraum. Was auch immer das ist, da ist ein Paravor, eher so ein Essraum, ne? Ess- und Lagerraum. Hier ist, kann man Wasser lagern. Jetzt erstmal dieser Raum. Da ist sonst kein Feind mehr, aber hier könnte nochmal ein geheimer Durchgang sein.
Eine Falle sehe ich im Moment nicht. Aber jetzt haben wir schon eine. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Ah, da ist sogar so ein Durchgang, gar kein Geheimgang. Ah ja, hier ist ein Durchgang, hier ist irgendwie eine Truhe, die wir aber nicht aufmachen können. Oder vielleicht ist es auch nur ein Steinpodest. So eine Bank oder sowas. Soll es hier noch irgendwas, was wir bedienen, benutzen oder tun können? Nein. Nur die beiden Schränke. Und es wird uns nur der eine Schrank als Pfeile angezeigt. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ein sehr cooler Pfeil, eine kaputte Waffe, die uns nichts hilft. Sehr cooler Ring, ein Rubinring. Und ein Schnelligkeitsöl. Ist natürlich schon nicht schlecht. Ich traue mich jetzt nicht, den anderen Schrank aufzumachen. Ich habe Angst, dass der auch, dass da auch eine Falle ist, aber... Wir schauen mal hier weiter nach Fallen, währenddessen kann sich Kreia um die Sachen kümmern, die hier drin sind. Genau, nämlich die beiden Sachen. Die Pfeile, ja, die lassen wir einfach mal da drin. Brauchen wir nicht. So, Schnelligkeitsöl in unser Ding. Ich denke mal, alle anderen können eigentlich auch hier in diesen Raum kommen. Der schaut gemütlich aus. Da sind wir, glaube ich, gut aufgehoben. Für die Gruppe. Jetzt hat sie so lange geguckt und hat immer noch nichts gefunden. Also muss, also denke ich mal nicht, dass da eine Falle ist. Können wir es nicht aufbekommen. Hui. Jetzt haben wir es aufbekommen. Okay, da sind spezielle Pfeile. Bolzen brauchen wir nicht. Nochmal eine kaputte Waffe und der Trank der Freiheit. Was auch immer der Trank der Freiheit bringt. Ja, eigentlich muss das Kreia nehmen. Kreia soll sich darum kümmern. Worry not. So, jetzt kann ich auch die Pfeile dann identifizieren. So, oh ne, dafür brauchen wir offensichtlich diesmal doch einen Zauber. Gut. Bei der nächsten Rast können wir uns darum kümmern. Und der Trank der Freiheit. Dieser Trank wirkt nach der Einnahme wieder Zauber Handlungsfreiheit. Wer ihn trinkt, wird vollständig immun gegen alles, was die Handlungs- und Bewegungsfreiheit einschränkt. Ganz gleich, ob es sich um magische oder andere Effekte handelt. Die Wirkung hält 10 Phasen an. Ja, ich habe jetzt leider immer noch nicht genau rausbekommen, was eine Phase ist. Also eine Runde habe ich irgendwie, weiß ich, aber eine Phase. Und es gibt noch einen anderen Begriff, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Naja, gut. So, da sind die ganzen Fallen. Ja, wir haben jetzt diese Hälfte erkundet. Hier der komische Gong, hier diese Bücher, hier das Schwert. Ich bin mir jetzt fast sicher, dass das mit den Rätseln zu tun haben muss, die Zwerge da verlautet haben, oder? Weil eigentlich alles andere macht doch keinen Sinn. Ja, diesen Teil haben wir noch nicht erkundet und da werden wir uns dann vielleicht von hier oben oder von hier unten nähern. Ich überlege das mir nochmal. Und diesen Bereich haben wir erkundet. Hier gab es eine Bibliothek und ja, so ein kleines Arbeitszimmer und Spinnen, ja. Aber das machen wir jetzt nicht mehr in dieser Aufnahme, denn für heute war es das erstmal. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen und in der nächsten Aufnahme erkunden wir den Rest dieses Kellergewölbes. Und ja, also hier geht es auf jeden Fall noch weiter, denke ich, weil hier unten muss dieser Geisterritter noch auf uns warten. Ja, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Viele Fallen wahrscheinlich. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao. Willkommen zurück, Freunde, in Dulags Turm. Wir spielen Baldur's Gate 1. Ja, die sozusagen das In-Game-Add-on. Da sind wir gerade. Die Legenden der Schwertküster heißt es, glaube ich. Und wir müssen natürlich weiter nach Fallen suchen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen noch unbekannten Bereich hier unten, ich hoffe, ihr seht das gut, diesen unbekannten Bereich hier unten zu erforschen. Hier oben waren wir schon, da haben wir schon alles erforscht, hier oben auch. Hier ist eine Bibliothek, aber jetzt geht es nach hier unten. Ja, ich habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht jetzt doch diese Fallen versuchen mal zu entschärfen. Nachdem ich das Spiel... Oh, hier ist zum Beispiel schon mal eine. Ja, gut zu wissen. Nachdem ich das Spiel geladen habe, seht ihr, hier sehen wir die Fallen nicht mehr. Hier waren Fallen. Ich glaube, das waren 3 Stück, die wir hier schon entdeckt haben. Oder 4 sogar. Ich werde die mal alle nacheinander entschärfen. In der Hoffnung, dass wir auch alle entdeckt haben. Falle nicht entschärft. Jetzt haben wir sie entschärft. Die war wahrscheinlich schwierig zu entschärfen. Sehr gut. Und? Ja. Wir können jetzt hier bedenkenlos durchgehen. Hier sind die 4 Zwerge, die uns die sozusagen hier die Aufgaben oder die Rätsel, muss man sagen, stellen. Die anderen 2 sehen wir gerade nicht. So, jetzt können wir hier schon mal durchgehen. Das ist doch wunderbar. Gut, die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter? Wir könnten hier oben lang gehen.
Aber wir können auch erstmal hier unten weitermachen, weil wir ja auch unsere Leute hier haben. Würde ich, glaube ich, vorziehen, erstmal hier unten weiterzumachen. Ihr wisst, wir bleiben vorsichtig. Denn eine Falle, die nicht entdeckt wird, endet oft tödlich. Und meistens für Imoin tödlich. Okay, hier ist ein Raum. Ein Schlafzimmer, ein Schlafgemach. Ich sehe jetzt erstmal keine Falle. Da ist eine, dieser Truhe. Hier geht's weiter. Und da ist auch nochmal eine Falle, okay. Na, dann versuchen wir mal die Truhe hier zuerst zu entschärfen. Sehr gut. Und dann diese Falle da drüben zu entschärfen. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Suchen weiter nach Fallen. Das ist ein Kleiderzimmer, ein Ankleidezimmer. Hier ist auch mal eine Falle. Auch entschärfen. Sehr gut. Vielleicht fangen wir mal hier an. Was ist denn hier drin? Ein Buch, die Geschichte des Drambas. Okay. Ihr könnt es ja lesen, indem ihr Pause macht. Ich lese das jetzt nicht vor. Ein Krieg offensichtlich, der stattgefunden hat zwischen den Drow und irgendjemand anderem. Oh, ist ein langes Buch. Hui, ist ein richtig langes Buch. Na gut. Dann haben wir noch einen Dolch, ein Heilungselixier, das nehmen wir natürlich mit. Schön viel Gold, ja, wunderbar. Bolzen, dann Weintrauben. Für was brauchen wir Weintrauben? Na gut, ich nehme die Weintrauben trotzdem mal mit. Bolzen brauchen wir nicht. Wurfpfeile, glaube ich, sind das. Das brauchen wir auch nicht. Dann eine geistige Beherrschung, ein Zauber. Kann Imo natürlich nicht benutzen. Sie könnte noch ein bisschen hier mitnehmen. Und diese Kugel, aber das geht leider nicht. Da müssen wir Krea holen. Krea, komm du mal hierher. Du kannst von Imo jetzt erstmal diesen Zauber hier übernehmen. Kann sie leider nicht benutzen, wie man sieht. Ha. Huh. Dann ist sie schon wieder voll. Wahnsinn. So. Die Weintrauben kann sie ihr eigentlich auch geben. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Den Zauber können wir leider nicht benutzen, aber den können wir wegpacken. Gut, Krea. Dann Agreed. Kannst du hier noch mehr holen. Nämlich das hier auf jeden Fall. Oh, und eine magische oder irgendwie veränderte Schleuder. Schauen wir uns doch mal die Sachen an hier. Die Kugeln, Kugel plus 2, sehr gut, die können wir, glaube ich, hier stacken, ne? Genau. Und die Schleuder, ist eine Schleuder plus 1. Ich glaube, wir haben schon eine Schleuder plus 1. Ja. Wir haben sogar die Schleuder der unfehlbaren Treffsicherheit. Das heißt, dieses Schleuder plus 1 brauchen wir eigentlich nicht. Ich denke mal, wir werden die mal hier lassen. Was ist denn hier drin? Oh, ist verschlossen. Imoin, mach mal auf. Denn ich verschwinde jetzt. Sehr gut. Da sind auch verschiedene Sachen drin, die Krea untersuchen sollte. Aha, die Zauber kann sie leider nicht benutzen. Wir nehmen sie mal trotzdem mit. Achso, wir wollten die Schleuder hier lassen, richtig. Wir packen die Schleuder hier rein. Dann haben wir hier einen Plattenpanzer, einen verzauberten und irgendwelche komischen verzauberten Pfeile. Dank der Diebesmeisterkunst und einen Heldentrank. Das kann sich mal Imoin nehmen, weil die kann die stacken. Den Heldentrank kann sie nicht benutzen. Den kann sich vielleicht ein Minz holen. Jetzt wird's hier voll, ne? Da können wir gleich mal alle rüberholen. Man kann's ja mal versuchen. In diesen schönen Raum. So, Minsk. Gucken wir hier in die Kiste rein. Genau, diesen Trank kannst du nehmen und diese Pfeile kannst du auch nehmen und diesen Plattenpanzer auch. Das muss den Krea Sola untersuchen. Die Pfeile kannst du leider nicht nehmen. So, Krea, das packst du weg. Das Gift kannst du eigentlich auch hier reinpacken. Kann man die nicht stacken? Ja, die kann man stacken. Super. Ich weiß nicht, wie schwer Heiltränke sind. Oft ist es ja so, dass in so Rollenspielen Heiltränke extra schwer sind, damit man nicht zu viele mitnimmt. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ja, das ist schon grenzwertig. Okay, Bolzen plus 1. Nee, Bolzen brauchen wir nicht. Und das sind besondere Pfeile. Ist der Flugfall für den Fernkampf vorgesehen? Tja. Nee, die müssen wir... Ach, zum Identifizieren. Das geht nicht so einfach, offensichtlich. Aber die Bolzen können wir hier lassen. Die brauchen wir nicht. Hat keiner eine Armbrust. So. Gut. Dann, was ist denn da oben drin? Ich verschwinde jetzt. Haben wir auch nochmal was. Das war verschlossen, okay.
Oh, der Mechanismus, der hierfür verantwortlich ist, ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert, vermutlich gegen einfache Zauber geschützt. Die Schreibschublade ist doch ein einbruchsicheres, seltsam aussehendes Schloss verriegelt. Ihr werdet wohl den Schlüssel suchen müssen. Dann müssen wir das wohl machen. I listen. Gut, sonst noch irgendwas, was wir verteilen wollten? Nee, ich glaube nicht. Okay. Krea, du gehst mal ein bisschen weiter nach hinten, weil ich kann mir vorstellen, dass hier Feinde lauern. Da geht es, glaube ich, auch nach oben. Oh, da kommt schon jemand. Wer kommt denn da? Ein Skelett. Wir ziehen uns hier ein bisschen zurück, damit uns der auch schön in den Raum folgt. Ja, und jetzt greifen wir alle zusammen an. Tempus, führ uns zum Sieg! Dann sollten wir den doch gut besiegen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 65 Punkte immerhin. Ich tue mein Bestes. So, Imone aus hier vor. Jetzt. Also, wir müssen hier einen Schlüssel finden. Wichtig. Aber erstmal gehen wir hier entlang. Was ist das? Irgendein Wandteppich, mit dem wir nicht interagieren können. Gut. Aha. Hey, da ist eine Phasenspinne und ein Fleischgolem. Okay, schnell zurück. Oh, die Spinne hat uns gesehen. Da war dann der vorbei, ja. Und alle auf die Spinne. Und zwar schnell, bevor ich verschiebte Zeit. Ja, keiner wurde getroffen. Und der Fleischkohle, vielleicht können wir es schaffen, die Spinne zu besiegen, bevor er kommt? Ja, können wir. Du gehst hier hinter. Und ihr greift alle an. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Das war jetzt richtig gut, die Spinne zuerst zu besiegen. Und der Fleischkohlem ist auch schon tot. Fantastisch. Wie viele Punkte hat uns das denn gebracht? 2000 für den Golem und für die Spinne 1400. Fantastisch. Fantastisch. Da schaue ich mal wieder obligatorisch, wie es mit unseren Punkten ausschaut. Bei E-Mails sind es nur noch 8000 und hier sind es nur noch 6000. Fantastisch. Das ist richtig gut. Wie immer speichere ich und dann geht es weiter mit E-Mail. Ich habe genug davon. Achso, wir können noch gucken, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Ja, nichts Interessantes. So. Dann langsam den Gang entlang. Aber ich glaube, das sind keine Fallen, weil sonst wären ja unsere Feinde auch in die Fallen reingelaufen, oder? Für die gelten die Fallen ja auch. Was ist denn da? Da ist noch ein Kriegerskelett. Ich glaube, die sind fies. Deswegen gehen wir hier mal ein bisschen weg. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Und Angriff. I shall prevail. Immerhin, du gehst weg. Jetzt. Und du gehst auch weg. So. Nee, Mädels, ja. Du musst hier weg. Jetzt ist er umgeschwenkt auf ein anderes Ziel. Ey, nämlich auf Branwen. Und er hat Branwen ziemlich hergeräubert. Branwen, dann kannst du dich mal... Warte mal, ich schau mal, ob wir dann einen anderen Zauber noch haben. Einen besseren Heilungszauber, den er hier. Genau. Branwen zaubert dich mal wieder ganz. Ja, dieser Skelettkrieger oder Kriegerskelett, der ist schon nicht ohne. Machen die denn da? Greifen die jetzt an oder greifen die nicht an? Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Hat er wenigstens Punkte gebracht? Ja, 4000 Punkte. So. Branwen kann sich durch kleine Knabbereien auf volle Lebenspunkte holen. Das ist gut. Hast du vielleicht auch noch Knabbereien dabei? Nö. Dem könnten wir mal heilen mit einem klassischen Heilungszauber. Würde ich sagen. Weil wenn wir auf eine Falle treffen, ist meistens jeder Lebenspunkt wichtig. Der kann den Unterschied zwischen Verletzung und Tod ausmachen. Wie lautet Ihr Befehl? Dass du knabberst, Branwen. Noch zweimal. Und noch das letzte Mal. So. Und Imoin, du suchst wieder weiter nach Hakrea, du musst wieder zurück. Du suchst weiter nach Fallen. Wir sind jetzt alle geheilt. Schaut aus wie ein Spinnrad hier, aber ich glaube, das ist keins, oder? Das ist auch ein Schleifrad für so ein Messer oder sowas. Schaut aus wie ein Ring. Also so ein Boxring. Interessant. Ui, da ist jemand. Das ist eindeutig ein Boxring hier. Und das ist eine Hantel. Ah, nee, ich glaube, das ist so eine Skischeibe. Ja, genau. Das ist ein Trainingsbereich. Komm, wir locken diesen Fleischkohle mal ran. Ein Trainingsbereich für die Monster, die hier hausen. Das ist ja witzig. Okay.
Wir locken ihn rein. Vorher war diese Fleischkugel nicht mehr kein Problem. Also werden wir ihn auch dieses Mal, denke ich mir, gut besiegen können.